So, mein Schatz, als ich diese Karte gesehen habe und nachgelesen habe, habe ich Gänsehaut gehabt am ganzen Körper. Und auch hier, wie ein roter Faden, es ist der Wahnsinn, es ist der Wahnsinn, der Wahnsinn. Wir haben hier die Weltkarte, Triumph. Bitte nagelt mich nicht fest, ich weiß nicht, ob ich diese Namen richtig ausspreche. Eigentlich sind es griechische Namen und dann auch noch auf Englisch geschrieben. Also, I'm sorry. Dionysos und Ariadne. Ich zeige euch mal die Karte. Das ist die Weltkarte. Also in der großen Arkana die Welt. Bevor ich jetzt hier weitermache, muss ich kurz die Geschichte dazu erzählen. Also, und dabei ist es jetzt egal, ob ihr zwei Männer, zwei Frauen seid, genderunabhängig. Hier geht es rein um die Energie, mein Schatz. Münze es einfach auf dein Leben, okay? Ob du jetzt auf Frauen, wenn du eine Frau bist und stehst auf Frauen, ob du ein Mann bist und stehst auf Männer, ist völlig egal. Hier geht es um die Persona, die dargestellt wird, okay? Aber die Geschichte dieser beiden ist jene, dass sie hat ihm etwas beigebracht, weil er sich auf den Weg machen wollte. Sie hat hier so eine goldene Schnur und dann hat sie ihm beigebracht, wie er mit dieser goldenen Schnur sich orientieren kann, weil er wie eine Art Weltreise machen wollte. Ja? Also nicht dieser Mann, ein anderer Mann. Ein anderer Mann, den sie liebte und er wollte auf Weltreise gehen und sie hat ihn abgöttisch geliebt und hat ihm etwas beigebracht. Und er war dankbar. Sie hat auf ihn gewartet. Er hat seine Weltreise gemacht, kam nie wieder zurück und hat sie einfach im Stich gelassen. Und das, nachdem sie ihm auch noch etwas so Wertvolles gezeigt und mitgegeben hat. Nämlich, wie er sich im Leben orientieren kann. Und zum Dank hat er sie einfach im Stich gelassen. Was dann passiert ist, ist, dass ihr dann Dionysos begegnet ist. Und Dionysos ist nicht einfach ein Mensch, sondern er war ein Gott. Und Dionysos hat sich absolut aufs Innigste in sie verliebt. Er liebte ihren Mut, ihre Intelligenz, ihre Loyalität. Er wusste alles das zu schätzen, was der andere nicht zu schätzen wusste. Er hat sie geheiratet und eigentlich hat sie einen viel besseren Fang gemacht, weil nicht nur, dass er ein Gott ist, sondern er hat sie wertgeschätzt und mit all dem geliebt und hat auch erkannt, was für ein Goldstück sie ist. Und dann waren sie ein Power Couple. Also allein schon diese Karte, eigentlich bräuchten wir schon fast gar keine Karten mehr, nur diese Karte. Allein schon diese Karte sagt dir, dass du entweder, ich habe auch hier zwei Gruppen, entweder bist du mit einem Mann, mit einer Frau zusammen, der oder die dich überhaupt nicht wertschätzen kann, dich nur hinhält, dich ausnutzt. Da kommen wir wieder, ähnlich wie bei der Person, dieses Geben. Hier geht's, hier haben wir eine Person, die gibt. Wirklich gibt. Und dass man das nicht wertschätzen kann. Also entweder bist du in so einer in einer Partnerschaft mit deiner Person oder hast eine Verbindung mit so einer Person, die dich nur ausnutzt, hinhält und nicht wertschätzt. Wie intelligent und loyal du bist und was du alles zu geben hast und dass du immer wieder nur gibst und die andere Person nimmt nur und nutzt dich aus. Aber auch hier könnten die Rollen vertauscht sein. Du könntest eine Perle in deinem Leben haben und weißt es gar nicht zu schätzen. Auch das passt wieder zu dieser Person, also einzelnen Personen, Karma, einzelne Personen. Das sind die, die dann nehmen und nicht zurückgeben und gar nicht wertschätzen können, was sie da eigentlich haben. Okay? Auch hier bitte, Spiegelgesetze. Du weißt, wie du bist. Ich kann dich nicht sehen, die anderen können dich nicht sehen. Sei einfach nur ehrlich zu dir selbst.
Wenn du wirklich dich, wenn du deine Seele veredeln willst, solltest du selbst wissen, wie du bist, ob du zu der Gruppe oder zu der Gruppe gehörst. Ich rede aber jetzt hauptsächlich von der einen Gruppe. Also wir gehen wieder zurück auf die, und ich gehe davon aus, dass du das bist, die ausgenutzt werden, die alles geben, du tust und machst und wirklich alles. Du bist intelligent, du bist loyal, du bist liebevoll, du bist geduldig und gibst dein Wissen mit, dein Können, alles. Also wirklich, also alles, was man sich in einem Partner wünschen kann eigentlich, um ein Power Couple zu sein. Und diese Karte möchte dir sagen, wenn du mit so einem Menschen zusammen bist, dann habe den Mut, endlich loszulassen. Denn in dem Augenblick, wo du loslässt, kommt endlich dein Gott, der dich zu seiner Göttin macht oder dich zu seinem Gott macht. Dann kommt deine Göttin, die dich zu deiner Göttin macht. Denn hier habe ich, dass wer immer hier noch nicht wertgeschätzt wird, wenn du in einer Partnerschaft bist, in der du nicht wertgeschätzt wirst, oder bisher immer wieder an Menschen geraten bist, die dich nicht wertschätzen, sondern immer nur ausgenutzt haben, die nicht gesehen haben, was für eine Perle du bist. Du hast wirklich alles, mein Schatz. Also komm zu mir. Du bist echt toll. Denn die Geschichte sagt, dass hier diese Person, diese Frau jetzt, egal, ist Mann oder Frau, aber jetzt hier auf der Karte ist eine Frau. Sie war mutig, intelligent, loyal. Also das ist alles, was man sich wünschen kann. Und der andere, der konnte das nicht wertschätzen. Der so, alles klar, Schatz. Oh, danke. Oh, toll, super. Und weg war er. Und sie hat da gewartet auf ihn, ganz loyal. Und ihr Glück war, dass endlich ein Mann in ihr Leben kam, der viel bessere Qualitäten hatte als der andere. Und der hat sie auch noch wertschätzen können. Der hat auch noch gesehen, was sie für eine Perle ist. Und dann wurden sie glücklich. Dann wurden sie endlich glücklich. Also hier musst du den Mut haben, egal wie lang dich diese Frau oder dieser Mann hinhält. Oder vielleicht bist du auch verheiratet mit so einem Mann, mit so einer Frau. Vielleicht bist du schon in einer langjährigen Beziehung. Wenn du den Mut hast, das loszulassen, kommt endlich ein Mensch, der sieht, was für eine Perle du bist. Und dann kannst du endlich glücklich werden. Auf dich wartet da draußen in einer Pipeline, wie ein Flugzeug, das ständig Schleife fliegt und nicht landen kann. Und das schon seit vielen Leben. Jetzt stell dir das mal vor. Nicht erst seit jetzt. Seit vielen Leben lässt du dich immer wieder auf diese Seele ein oder auf diese Seelen ein, die dich nicht wertschätzen, sondern nur hinhalten und dich schlecht behandeln und ausnutzen. Und die eine Seele oder die Seelen, die wirklich Perlen, selbst auch Perlen sind und dich auch wie eine Perle behandeln würden, die können bei dir nicht ankommen, weil du an der falschen Person festhältst. Lass uns weiterschauen. Und alles das hat einen ganz bestimmten Grund. Und da musst du auch wieder nicht in Karten legen müssen, können. Brauchst nur lesen. Teacher. Du bist seit vielen, 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 vielen Leben immer wieder mit Partnern zusammen, die dir nur etwas beibringen. Und jetzt Achtung, ist das nicht crazy? Das hier ist die Weltkarte. Da sehen wir, im Hintergrund sehen wir die Welt. Und guck mal, was dieser Mann oder diese Frau, je nachdem, sieht ein bisschen androgyn aus, in der Hand hält. Und diese Karten haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Die Welt. Es wird Zeit, guck mal, weil hier ist die Welt geteilt, dass es gesplittet wird. Du hältst an einer Welt fest mit diesem Mann, mit dieser Frau. Guck mal hier, hier hält man sich an dieser Schnur fest, an diesem Seelenband, die keine wirkliche Welt ist. Es ist eine geteilte Welt. Ihr lebt immer in zwei Welten. Du hast einen Mann, du liebst einen Mann oder eine Frau, mit der du immer in zwei Welten lebst.
ihr seid keine Einheit. Entweder, wenn ihr in einer Partnerschaft seid, dann lebt jeder sein eigenes Leben. Irgendwie findet ihr nicht zusammen. Wenn ihr in keiner Partnerschaft seid, dann könntest du ständig hingehalten werden. Man lässt sich nicht auf dich ein oder man nutzt dich aus. Und du hast immer das Gefühl, ihr lebt in zwei unterschiedlichen Welten. Und das ist, weil du dich seit jeher auf die falsche Seele einlässt. Seit jeher. Und die Seele, die die ganze Zeit immer wieder zu dir kommen will, wo ihr euch extrem ähnlich seid, dass ihr seid wirklich ein wie eins, eine Welt. Guck hier, hier haben wir eine Welt und hier haben wir die geteilte Welt. Das ist dein Teacher. Das ist hier. Diese Person bringt dir nur Sachen bei, mehr nicht. Aber du hältst diesen Mann, diese Frau, die eigentlich nur oder der eigentlich nur in deinem Leben ist, um dir etwas beizubringen, damit du über dich etwas lernst. Du hältst diese Person für die Liebe deines Lebens. Aber eigentlich ist es nur ein Lernpartner, eine Lernpartnerin, mehr nicht. Die eigentliche Liebe, die du ja, so wie du sie dir mit diesem Menschen wünschst, wo ihr eine Welt seid, wirklich eins seid, eins miteinander. Diese Seele kann nicht in dein Leben kommen. Und das schon seit vielen Leben. Ist das nicht traurig? Seit vielen Leben kann diese Seele, kommt in dein Leben und entweder nimmst du sie nicht wahr oder ignorierst sie oder hältst sie für die falsche Seele, weil du die eigentliche falsche Seele für die richtige hältst. Hier muss man den Mut haben, den Lernpartner, die Lernpartnerin als solche anzuerkennen und loszulassen. Illusion. Guck, es ist eine Illusion. Du lässt dich schon seit vielen Leben verblenden von einer Seele, die dir eigentlich nur etwas beibringen will und nicht wirklich deine Liebe des Lebens ist. Die Antwort lautet ja. Das kannst du jetzt auf dich münzen, wie du willst. Aber das können wir auch als Bestätigung sehen, wie, ja, es ist so. Du liebst einer oder unterliegst oder erliegst einer Illusion. Dein Lernpartner, Lernpartnerin ist schon seit vielen Leben und auch im jetzigen Leben eine Illusion. Und die eigentliche richtige Seele, die dir das geben kann, was du verdienst und dir auch wünschst, kann schon seit vielen Leben einfach nicht bei dir landen. Der Meister. Hier geht es darum, auch diese Geschichte zu meistern. Ich sage hier, das ist alles nur eine Lernaufgabe. Du bist mit einem Lernpartner, mit einer Lernpartnerin zusammen, um das zu meistern. Aber entweder lernst du nicht, oder die Illusion ist so stark bei dir, dass du das nicht meistern kannst. Dass du dich davon abhängig, von diesem Menschen abhängig gemacht hast, emotional. Dass du an dieser Illusion unbedingt aus zwei Welten eine Welt werden zu lassen, das wird nicht passieren. Hier braucht man wirklich den Mut und den Glauben und das Vertrauen. Dass in dem Augenblick, wo man loslässt, endlich die eigentliche Seele, und dann damit kannst du deinen Karma durchbrechen. Die eigentliche Seele, die für dich gedacht ist, die dir, was du dir wünschst, endlich in dein Leben kommt. Das ist nämlich das Geschenk. Das ist ein Geschenk, was auf dich wartet. Aber man kann dir dieses Geschenk nicht geben, weil du so lange daran festhältst. Und so noch eine Kippe gerade hier. Guck, Transformation. Dieses Geschenk kann erst kommen, wenn du das andere endlich loslässt und absterben lässt. Dann wirst du dein Geschenk bekommen. Merkst du was? Das ist wie auch hier, wie ein roter Faden. Wie ein roter Faden.
Auf dich wartet ein Geschenk, das seit vielen Leben nicht zu dir kommen kann, weil du seit vielen Leben immer wieder an dem Lernpartner, Lernpartnerin festhältst und diese Person du auf Biegen und Brechen daraus eine Welt machen willst, die eigentlich nicht als eine Welt gedacht ist, sondern nur zum Lernen. Und hier haben wir den Wunsch. Hier kommt der plötzliche Wunsch. Das ist nämlich das. Im Grunde haben wir die gleiche Aussage. Ein plötzlicher Wunsch wird dir erfüllt. Dein Geschenk. Die eigentliche Seelenliebe, die dich wertschätzt, ein Power-Couple ist mit dir, genauso tickt wie du und dich zu einer Göttin macht. Das müssen wir nämlich auch bedenken, weil hier habe ich einen Mann, eine Frau, der oder die eine unglaublich edle Seele hat, schon wirklich. Weiß ja schon, was hier kommt. Vielleicht nehme ich die auch gleich als erstes raus. Ein Erdenengel ist, guck mal. Diese Person, kann was trinken, ist nicht von dieser Welt. Ist tatsächlich wie ein Engel. Das ist das, worauf du schon dein Leben lang wartest, seit vielen Leben. Aber diese Seele kann nicht zu dir kommen. Die kann einfach nicht zu dir kommen. Weil du hier festhältst an dem Lernpartner. An der Lernpartnerin. She who divines future, choice, judgment. Einige von euch haben sich auch desillusionieren lassen. Vielleicht guckst du sehr, sehr, sehr viele Kartenlegungen oder du legst dir selbst Karten oder hast dir Karten legen lassen oder hast dir in die Zukunft schauen lassen. Und hier könntest du getäuscht worden sein, dass man dir gesagt hat, du musst nur warten, weil wir haben ja die 7 der Herzen. Und dann haben wir hier La Mort, ist die Todeskarte. Man hält dich, dass man könnte dir gesagt haben, irgendwer könnte dir gesagt haben, du musst nur lang genug warten, dann kommt endlich das Wunder, dann wird das passieren. Aber selbst wenn es niemand war, dann bist du es selbst. Dann willst du daran glauben. Dann guckst du dir immer wieder alle möglichen Divinationsgeschichten an, so wie jetzt hier, damit dir die Kartenleger oder was immer die Kartenleger sagen oder Astrologen oder Penta oder was auch immer, dass du nur vielleicht auch das raushören willst, was du raushören willst. Judgment, das Gericht. Das bedeutet, so dieses... Es ist zu Ende und du hoffst darauf, dass ihr wieder zueinander findet. Es ist zu Ende und du hoffst darauf, dass ihr wieder zueinander findet. Und das ist der Grund, warum die eigentliche Seele nicht zu dir kommen kann. Die eigentliche Seele ist ein Erdenengel, wirklich. Ist nicht von dieser Welt. Es ist diese Person, die in dein Leben kommen will, seit vielen, vielen, vielen Leben und nicht in dein Leben kommen kann. Weil du in jedem Leben hoffst, dass diese Person, weil mit dieser Person hast du on-off, 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 seit vielen Leben. Und es wird in weiteren Leben, wird in diesem Leben und im nächsten und nächsten und nächsten und nächsten on-off, on-off, on-off bleiben. Und weil du glaubst, es ist nur eine Frage der Zeit, 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 bleibst du wie ein Hamster in dieser Illusion gefangen. Und diese Seele hier, Mensch, kann nicht zu dir kommen. Das Geschenk. Guck. La Mort. Hier steht La Mort, das ist die Todeskarte. Und guck mal, was wir hier haben. Sag. Die Parallelen. Es geht darum, es endlich zu meistern. Den Mut zu haben, daran zu glauben, dass nicht das die Liebe deines Lebens ist, mit der du ständig, die Person, die dich ständig hinhält oder dich nicht wertschätzt, schlecht behandelt, was auch immer das Problem ist. Protection. Moon in Aries, Mond in Widder, Mond im ersten Haus. Das hat mit Mutterthemen zu tun. Du hast Mutterthemen, mein Schatz. Mond ist Krebs,
Viertes Haus steht für den, für die Mutter. Und Widder, erstes Haus steht für das Selbst. Wenn ich schweige, bin ich am Channeln. Ja, man nämlich so ein, so eine Raubkatze, aber die hat so ein so, so kein guter Tiger. Raubtiere, ein Raubtier. Das Witzige ist, dass wir hier, hier haben wir eine Tafel und hier haben wir auch eine Tafel. Es geht ums Lernen. Und es kann sogar sein, dass du immer wieder auch in Familien geboren worden bist, in ganz vielen Leben, wo du mitsehen musstest oder mit oder in einem Haushalt aufgewachsen bist. Und dabei ist es egal, ob es die leibliche Mutter war, Pflegemutter, Adoptivmutter, Großmutter, wer immer dich in den ganz vielen Leben aufgezogen hat. Eine Mutterfigur. Und das ist wie ein Muster, das Muster, das du übernommen hast. Eine Mutterfigur hatte genau dieses Muster und dieses Muster hast du übernommen. Und es geht darum, deinen Selbstschutz zu meistern. Du hast nicht gelernt, dich zu schützen. Und weil du nicht gelernt hast, dich zu schützen, kommt hier die Menschen, die so sind wie hier, so wie Raubkatzen, die deine Seele zerfleischen und ermorden, kommen die an dich ran, an dein Ich hier. Du bist vulnerabel, der Mond. Gefühle, kommen die an deine Gefühle dran. Und vor allen Dingen an deinen Selbstwert, an das Ich, erstes Haus, wieder. Guck, hier ist die Tafel leer. Du lernst nicht. Und du scheinst in vielen, vielen, vielen Leben, auch in diesem Leben eventuell, eine Mutterfigur. Ich wiederhole nochmal, es muss nicht die leibliche Mutter sein. Eine Mutterfigur, die für dich eine besondere Rolle spielt in deinem Leben oder gespielt hat, eine besondere Rolle gespielt hat, hat genau dieses Verhalten an den Tag gelegt. Oder hat diese Charaktereigenschaften und du hast sie übernommen. Das machst du in jedem Leben so. In jedem Leben bist du immer die gefühlvolle Person, die Gefühle an eine Person hier, Lernpartner, Lernpartnerin, vergibt, die dich immer wieder zerfleischt. Und hier geht es darum, deinen Selbstschutz zu stärken, zu meistern, Meister werden. Ups, bin die Kerze gekommen. Ja, du verbrennst dich jedes Mal. Deine Seele verbrennt sich jedes Mal an diesen Menschen. Du wirst wirklich richtig verbrannt. Du müsstest eigentlich deine Seele, wenn deine Seele Narben haben könnte, oder Narben, wenn die Narben sichtbar wären, deine Seele wäre über die vielen Leben, wie du immer wieder an diesen Lernpartner, Lernpartnerin gerätst, weil du ihn sie nicht loslassen kannst, weil du an einer Illusion festhältst und dieser Ehrenengel deshalb nicht in dein Leben kommen kann seit vielen Leben, wäre deine Seele durch und durch verbrannt und vernarbt. Co-Abhängigkeit, siehst du? Dein Liebesleben wird von Suchtverhalten negativ beeinflusst. Du könntest zum Beispiel auch immer wieder an Partner geraten, von denen du emotional abhängig bist oder die irgendein Suchtverhalten haben, Süchte haben. An einer Sucht leiden, wie zum Beispiel, wie dein Vater oder deine Mutter sie hatte. Und wenn es keine Süchte sind, weil ich habe hier mehrere Reisengruppen, ne? Nicht alle. Wenn es nichts mit Süchten zu tun hat, dann ist es so co-abhängig, so emotionale Abhängigkeit. Du machst dich immer wieder von diesen Menschen emotional abhängig, obwohl du weißt,
dass dieser Mensch ein Raubtier ist und kein Erdenengel. Guck mal, was ein Unterschied. Auf dich wartet seit vielen Leben ein Erdenengel, das nicht zu dir kommen kann in dein Leben. Und dich, guck mal, ganz sehnsüchtig. Diese Seele beobachtet dich. Immer wieder, wenn du diese Welt verlässt und wiedergeboren wirst, ist diese Seele, guck, und sagt, hoffentlich komme ich in diesem Leben. Hoffentlich komme ich in diesem Leben an sie ran. Hoffentlich komme ich in diesem Leben an ihn heran. Und immer wieder kommt der Tag, wo du die Welt wieder verlassen hast und wiedergeboren wirst. Immer hier Judgment. Und wiedergeboren wirst, immer wieder hältst du an deiner falschen Zukunft fest. Illusion. Einem Raubtier, mein Schatz. Elixir of Life haben wir hier. Ja, das kann damit zusammenhängen, weil so Raubtiere, die sind ja aufregend. Die sind aufregend. So, Drama. Hier, viertes Haus, Krebs, Drama. Du könntest in einem Elternhaus aufgewachsen sein, wo Dramen an der Tagesordnung war. Du könntest zum Beispiel in einer Familie oder wer immer für dich das erste Paar war, können sogar auch ältere Geschwister sein. Du kannst ältere Geschwister sein und da hast du mitbekommen, wie ihre oder seine erste große Liebe gelaufen ist. Und das war ein Riesendrama. Du bist damit groß geworden. Es können aber auch deine Eltern sein. Also bist du mit dem Irrglauben aufgewachsen, dass Liebe ein Drama sein muss. Nur wenn es Drama ist, dann ist es Liebe. Aber es ist toxisch. Hier. Das hat mit Liebe, Verständnis, Geborgenheit, Halt geben, Respekt füreinander, Wertschätzung füreinander, Harmonie. Es kann sein, dass du das alles gar nicht kennst. Das kennst du nicht. Du könntest bei Eltern, in einer Familie oder immer wieder in Familien reingeboren worden sein, wo es Riesendramen war. Wo die Beziehung zwischen zwei Menschen, deine Eltern oder ältere Geschwister oder Großeltern, wer immer dich geprägt hat in Sachen Liebe und Partnerschaft, ein Riesendrama war. Und deshalb denkst du, das ist ja das, warum du dann dieser Illusion glaubst, weil du denkst, na, ich kenne das nicht anders. Schon seit vielen Leben ist das so. Also, das muss doch die Liebe meines Lebens sein, denn ich bin hier mit Dramen aufgewachsen. Jetzt habe ich selber ein Drama hier mit diesen Menschen. Das ist aufregend. Wow. Ja, aber auch toxisch. Toxisch und es macht dich abhängig. Und es macht dich, im Grunde macht es dich traurig. Es macht dich auf jeden Fall nicht glücklich. Guck hier, zwei der Münzen. Immer wieder dieses Jonglieren. Zwei der Münzen, das ist der Mann, der mit zwei Münzen hin und her jongliert, der Jongleur. Du könntest immer wieder das Gefühl bekommen, dass du eine Option bist. Du wirst immer als Option angesehen von dieser Person. Oder auch von, du könntest auch immer wieder an genau so ein, können unterschiedliche Menschen gewesen sein in deinem Leben, auch in früheren Leben. Aber immer mit derselben Energie. Das sind immer nur Lernpartner, die dich entweder als Option gesehen haben oder die zweigleisig gefahren sind oder beides. Du könntest bereits schon so aufgewachsen sein, dass du zum Beispiel mitbekommen hast, dass dein Vater oder wer immer die Vaterfigur war, deine Mutter oder Mutterfigur mit anderen Männern und Frauen hintergangen hat. Fremdging, hingehalten wurde, als Option nur gesehen wurde. Eine Person, die zwei Herzen, zwei Seelen, zwei Gesichter hat. Nicht ehrlich ist, nicht aufrichtig ist, mal hü, mal hott, mal so, mal ja, mal nein, mal kalt, mal heiß.
nichts, was wirklich Harmonie gibt. Es ist aufregend, kann aufregend sein, aber nach so vielen Leben und immer wieder, dann macht es unglücklich und krank, mein Schatz. Guck. So Schall und Rauch. Menschen, hier sehen wir die Raupe und diese Raupe pafft eine Shisha. Ich muss auch mal wieder Shisha paffen. Und das Witzige ist, guck mal hier, hier haben wir Klatschmohn, Rauchen und hier haben wir Co-Abhängigkeit. Also du, das ist jetzt nur eine ganz bestimmte Reisegruppe. Du könntest immer wieder an Partner geraten, die irgendwelche Süchte haben. Und bereits schon in deiner Familie könnte es jemanden gegeben haben, der an Süchten leidet. Bei einigen Personen kann es auch für dich selber stehen. Das musst du mü so münzen. Mein Schatz, du kennst dich ja selbst am besten. Ne? Ich kann dich nicht sehen. Vielleicht bist du das. Okay? Dass du toxisch bist und auch deshalb auch toxische Menschen anziehst. Und es geht darum, etwas zu meistern, dich selbst zu meistern, Dinge zu transformieren, loszulassen. Und im Augenblick, wo du das tust, ziehst du eine gesunde und liebevolle Partnerschaft an, Power Couple, alles Mögliche. Hier wartet der Frosch, der steht für Transformation, man will sich nicht transformieren. Du gerätst immer wieder an Partner, die sich entweder von dir abhängig machen oder irgendein Suchtverhalten haben. Kann auch süchtig sein, immer wieder die Partner zu wechseln. Auch das kann zu einer Sucht werden. Und vor allen Dingen glauben sie immer, dass sie über dir stehen. Guck mal, so ein bisschen arroganten Blick so. Bisschen besserwisserisch sind. Glauben, dass sie alles besser können oder wissen. Die sehen dich als kleines Kind. Und die könnten dich auch so behandeln, als wärst du ein Kind. Nehmen dich nicht ernst. Und glauben, dass sie die Weisheit mit Löffel gefressen haben. Aber eigentlich sind sie die Toxischen. Guck mal. Ich weiß gar nicht, warum sie glauben, sie würden über dir stehen. Wo doch sie im Schall und Rauch sind und in diesem Rausch. Immer auf der Suche nach Rausch, immer auf der Suche nach Abenteuer. Und das sind alles Lernpartner. Dass du an Männern und Frauen gerätst, die immer wieder nur auf der Suche nach Rausch und Abenteuer sind und toxisch und Dramen. Und wie gesagt, entweder weil du immer wieder in solchen Familien geboren worden bist und dort irgendjemanden hattest, der oder die, wie zum Beispiel eine Mutterfigur, die auch schon so war oder so ist. Und oder, es kann auch beides sein. Weil es sich irgendwann in deinem Leben so eingestellt hat, irgendwann in deinem Leben, meine ich jetzt, auch vergangenen Leben. Und seitdem kommst du aus diesem Kreis nicht raus, weil du dich nicht transformierst. Hier Frosch, Metamorphose. Und hier Sarg, Metamorphose. Und hier auch Lamort. Die Quintessenz in diesem Stapel oder hier, die Quintessenz ist, in dem Augenblick, wo du den Mut hast, erstens diese Person lediglich als Lernpartner anzusehen und diese Illusion aufzugeben, bereit bist, diese Illusion aufzugeben. Wenn du das getan hast und losgelassen hast, im zweiten dann endlich den Menschen in dein Leben lassen kannst, der wirklich ein Erdenengel ist. Eine Person, die dir keine Dramen gibt. Wirklich ein Erdenengel. Halt, Respekt, Geborgenheit, Wertschätzung, dich nicht ausnutzt, dir Gutes tun will, dich aufbaut, dich aufmuntert, für dich da ist. Ein Fels in der Brandung. Liebevoll, harmonisch, ausbalanciert, auch dich auffängt, wenn es dir mal schlecht geht. Loyal und treu ist. Wo Werte und Tugenden noch eine große, große Rolle spielen. Du weißt, was zu tun ist, mein Schatz. Nichts davon musst du tun. Du hast einen freien Willen. Gott hat dir einen freien Willen geschenkt. Nichts davon musst du tun. Wenn du bereit bist, weißt du, was du tun musst. Wenn du das Gefühl hast, du musst noch weiter lernen, ist das völlig in Ordnung.
Hier ist kein Druck. Hier geht es darum, was du willst und was du nicht willst. Aber wenn du das alles nicht mehr willst, dann weißt du, was dich erwartet. Okay? Wunderbar, mein Schatz. Also, ich hoffe, dein erster Stapel hat dir gefallen und hat dir geholfen. Du kannst dir gerne auch Stapel 2 und Stapel 3 angucken, denn wir haben ganz viele Leben. Und wir haben ja nicht nur diese Problematik, wir haben hier und da, wir haben ja mehrere Problematiken mitgenommen, aus den unterschiedlichen Epochen und Leben. Also, mein Schatz, an dieser Stelle verabschiede ich mich aus Stapel 1, jetzt hier im Bereich Partnerschaft. Und wir sehen uns dann entweder in Stapel 2 oder in Stapel 3 wieder, okay? Bis gleich, mein Schatz. Bis gleich.